Und zu uns nach Amstetten sind auch gekommen Schauspielerin, Kabarettistin Gabriela Benesch. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Und ihr kongenialer Partner Erich Furrer. Schön, dass ihr da seid. Guten Morgen, Erich. Guten Morgen, Österreich. Guten Morgen. Sag, wie ist es euch ergangen, heute früh so früh aufzustehen? Wie viele Tassen Kaffee habt ihr schon vor diesen beiden getrunken? Ich habe noch keinen getrunken. Man braucht viel Humor um diese Uhrzeit. Wie geht es euch dann, wenn ihr aufsteht? Sie seid ja auch so ein Paar. Wer ist grantiger in der Früh? Wir sind eigentlich beide nicht so krank. Ich dich so an? Dann siehst nachts fröhlich und am Morgen fröhlich und beim Einschlafen. Also. Okay, 10 Punkte wir hat er heute schon bekommen. Das ist wunderbar. Nein, wir sind wirklich nicht so krank. Nein, gar nicht. Nein, ich bin schneller wach. Ich bin eine Frühaufsteherin. Kommt drauf an, wie lange ich das Bad blockiere. Okay, da tauchen wir schon ein bisschen tiefer in der Materie ein. Über Liebe werden wir noch sprechen. Ich möchte jetzt zuerst einmal über euer neues Programm ein bisschen plaudern mit euch. Udo Jürgens. Sein Leben, seine Liebe, seine Musik ist ein Programm, ein Konzert eigentlich. Wie ist es dazu gekommen? Da haben uns mehrere Wege dahin geführt. Der erste Punkt war, dass ich seit vielen Jahren mit Jenny Jürgens befreundet bin und bald ein Vierteljahrhundert. Dann gleichzeitig eine sehr langjährige Beziehung habe mit unserem Sänger Hannes Rathammer seit 30 Jahren, der fantastisch die Udo Jürgens Songs singt mit wundervollen Musikern. Und dann Erich, der uns alle miteinander kennt und Regie geführt hat und die Idee hatte, ihr solltet mal diesem großen Künstler ein Konzert widmen. Und so ist es entstanden. Und dann haben wir uns an die Arbeit gemacht und es hat nur ein bisschen Zeit gebraucht, bis es dann soweit war. Und dann haben wir losgelegt. Und im Mai war die Premiere in Wien und als nächstes sind wir am 16. November, wo wir uns sehr freuen, in der Römerhalle in Mautern, nicht weit von hier, dazwischen in Eisenstadt und in Oberschützen und nach Götzis, nach Vorarlberg kommen wir auch. Wow. Und ab Jänner wieder im Casanova in Wien und dann 2018 das ganze Jahr damit unterwegs. Es ist natürlich ein großer Künstler gewesen, Udo Jürgens. Ich glaube, es ist am 21. Dezember dritter Todestag. Der dritte Todestag, ist am 21. Was erwartet einen bei diesem Konzert? Udo Jürgens, wie ist das aufgebaut? Naja, möchtest du, soll ich sagen? Wir haben. Du sprichst so schön. Nein, du sprichst so schön. Also. Schau, er aufgebaut ist es gut. Aufgebaut ist es sehr gut aufgebaut, weil der Erich hat es aufgebaut. Nicht wegen dem ist es gut, weil es ist einfach eine wahnsinnig schöne Geschichte. Es sind Geschichten von Udo Jürgens selber geschrieben. Das war uns wichtig. Wir haben 16 wundervolle Songs drinnen. Hits haben wir ausgewählt, wenn ich das sagen darf. Wundervolle Hits, also die jeder liebt. Von angefangen von 66 Jahren über Liebe ohne Leiden, über ein ehrenwertes Haus, mein Ziel. Und alle verbunden über Geschichten. Ja, und dazwischen gibt es wundervolle Geschichten. Und das Schöne an der Sache ist, was die Menschen so lieben und uns so dankbar dafür sind, das sind Geschichten, die er niedergeschrieben hat. Seine persönlichen Aufzeichnungen. Und da gibt es ganz besondere Dinge, die er von sich erzählt hat und worüber er reflektiert hat. Und das ist sehr spannend. Wenn man sich so auseinandersetzt mit einer solchen Persönlichkeit wie Udo Jürgens, was beeindruckt dich besonders? Was hat ihn ausgemacht als Künstler vielleicht auch, aber auch vor allem als Mensch wahrscheinlich? Ja. Ich bin ja quasi dem Udo Jürgens ein bisschen näher gekommen. Wie gesagt, einerseits, weil Jenny eine sehr gute Freundin ist von der Gabriela und mittlerweile durfte ich sie auch kennenlernen. Und aber auch den Udo Jürgens natürlich durch dieses Projekt sein Schaffen kennengelernt habe und völlig überrascht war von der Tiefe und der Breite, also tief so und auch tief so, von seinem gesamten Werk, inhaltlich die Texte, die ganze Musik. Man kennt ja, wenn man jetzt nicht so sich mit ihm auseinandersetzt, die Hits und das richtig, ist aber ein viel breiteres Feld an unglaublich schönen Liedern und das hat mich sehr beeindruckt und mich hat sehr beeindruckt, wie er überhaupt, ich habe da natürlich viele Dokumentationen gesehen, Berichte und wie er als Mensch immer sehr würdevoll, er war so ein würdiger, noch so gute alte Schule, würdiger alter Mensch oder Mann damals schon war, aber immer sehr stilvoll im Umgang mit allen Moderatoren und immer wurde auch oft provoziert und hat eigentlich nie die Kontenance verloren und war immer sehr souverän und hat sehr was Liebevolles, aber auch trotzdem was unglaublich leidenschaftlich Feuriges, also so lebendig. Das hat mich sehr berührt und das habe ich auch nicht früher so wahrgenommen. Das wurde mir dann erst so richtig bewusst. Okay. Durch die Arbeit. Ich bin gespannt, wie sich die Arbeit unter euch abspielt. Darüber werden wir heute noch reden. Ihr kriegt noch mal einen guten Kaffee noch von uns. Dankeschön. Darf jetzt der Jan weitermachen?